von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein-TV-Studio mit Blick auf die Festung. Mein Name ist Albin Winkler und ich darf euch durch die aktuelle Sendung begleiten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier kommt unsere Programmübersicht. An die Arbeit. Der Neubau der Landesmusikschule Ebbs wurde standesgemäß eingeläutet. Runter vom Gas. In Kufstein-Steinalt dreht sich diesmal alles um das Tempolimit in der Festungsstadt. Höher, schneller, weiter. Bei den Sport Austria Finals stand die Vielfalt im Mittelpunkt. Vereintes Europa. Wir werfen einen Blick zurück auf den Europatag in Kufstein. Die 1974 als Blasmusikschule gegründete LMS Untere Schranne bildet derzeit rund 450 Schüler aus. Nun schafft die Gemeinde Ebbs für die Traditionseinrichtung neue Räumlichkeiten in zentraler Lage. Die Eindrücke vom Spatenstich seht ihr im Anschluss an die Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. False personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flow through those who chase the same clout. The power flowing through the industry got this congested. I'm XXL if they sit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message. Erfreuliche Töne aus Ebbs. Die untere Schranne erhält 2024 eine neue Musikschule. Wir sind da heute am Baugelände für die neue Landesmusikschule, die da entstehen soll. Feiern heute den Spatenstich und sind froh, dass jetzt die Vorbereitungsarbeiten, die Planungsarbeiten vorbei sind und wir wirklich jetzt ins Tun kommen und dementsprechend mit der Umsetzung dieses neuen, tollen Bauwerkes beginnen können und dürfen. Betrieb und der Erhaltung beteiligt sind neben Ebbs auch die Gemeinden Erl, Niederndorf, Niederndorfer Berg, Rettenschöss und Wallichsee. Die Grundidee war, dass man einen Entwicklungsraum schafft, einen Möglichkeitsraum schafft, dass man neben diesem funktionalen und raumskulturalen Projekt etwas abliefert, das innerhalb des Gebäudes oder dieser entstehenden Räume eine Entwicklung möglich ist, sich weiterzuentwickeln, sich weiterzubilden, gemeinsam sich irgendwo perspektivisch mit der Zukunft dazu beschäftigen. Die Kosten für das 11,2 Millionen Euro schwere Projekt werden von der Standortgemeinde Ebbs gestemmt. Es war einfach jetzt höchste Zeit, da was Neues zu machen. War recht schwierig, das umzusetzen, aber letztendlich hat sich, glaube ich, die Mühe und die Zeit gelohnt. Und wir haben jetzt wirklich ein Gebäude geplant, das also für unsere Zwecke, für den Zweck der Musikausbildung unserer Jugend, aber auch unserer Erwachsenen, die da Interesse haben, uns noch sehr viel Freude bereiten wird.
Errichtet wird die neue Landesmusikschule auf einer Grundstücksfläche von 1500 Quadratmetern, wovon rund die Hälfte bebaut werden soll. Das Projekt hat ja mehrere Zentren in sich. Es besteht grundsätzlich aus zwei Teilen, hat also eine Art Gebäudekörper und einen Gebäudekopf. Im Übergang zwischen Gebäudekopf und Gebäudekörper gibt es einen ganz zentralen vertikalen Aufenthaltsraum, der über eine gewendelte Treppe nochmal diesen Raum markiert und irgendwo ein Ort der Begegnung ist. Und die Musikschule war mir sehr wichtig, da an dem Platz einfach umzusetzen, weil sie wirklich jetzt auch an dieser sogenannten sozialen Achse, die wir da in Ebs haben, beginnend beim Schulzentrum an der Wippicher Straße, dann herein über die Sportstätten, über die Sporthallen, Gemeindeamt, Kindergarten, neues Gemeindeamt, Jugendzentrum, Bücherei, Spielplatz, auch Friedhof gehört dazu, jetzt dann da die Musikschule und bis hinaus zum Sozialzentrum, das nördlich von dort liegt, wirklich also alles fußläufig erreichbar ist, radmäßig erreichbar ist, im verkehrsberuhigten Bereich liegen wird und wirklich hoffe den Ebser Bürgerinnen und Bürgern und auch allen Gästen, die da herkommen und auch den Schülern nördlich der anderen Gemeinden ein sehr, sehr guter Platz wird und auch nicht nur ein Platz zum Lernen, ein Platz zum Arbeiten, sondern vor allem auch ein Platz zum Leben sein soll. Die Ebser-Komposition nimmt Formen an. Im September 2024 sollen dann die ersten Töne in der neuen Musikschule erklingen. Die Diskussion um die Kufsteiner Geschwindigkeitsbegrenzung entfachte es vor kurzem wieder. Ein generelles Tempo 30 ist derzeit im Gespräch. In der neuen Ausgabe von Kufstein Steinalt reisen wir zurück in die Zeit, in der der 40er mit neuen technischen Errungenschaften kontrolliert wurde. Nächste Woche auf Kufstein TV. Schucki berichtet wieder über Wichtiges und Unwichtiges. Aktuell ist in der Stadt Kufstein eine Ortsbegrenzung von 30 km/h im Gespräch. Anno 1997 galt Tempo 40, welches mit neuen Maßnahmen streng kontrolliert wurde. Im Ortsgebiet von Kufstein darf nur 40 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Seit dem letzten Freitag ist die Stadtpolizei um eine Errungenschaft reicher, dieses Tempolimit noch besser kontrollieren zu können. An diesem Tag wurde der Öffentlichkeit das neue Lasergerät vorgestellt. Mit dieser Zusatzeinrichtung zum bereits vorhandenen Radargerät wird den Rasern in der Stadt der Kampf angesagt. Der Kostenpunkt dieser Neuanschaffung beläuft sich auf 74.000 Schilling. In diesem Preis sind alle benötigten Zusatzeinrichtungen, wie zum Beispiel ein Drucker, beinhaltet. Eingesetzt kann der Laser auf eine Entfernung von 30 bis 500 Meter werden. Die Stadtpolizei will in der nächsten Zeit nicht nur auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung achten. In diesem Zusammenhang möchte ich an die Autofahrer appellieren, dass sie sich an die bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen halten und ganz besonders an die jungen Autofahrer appellieren, dass sie ihre Tonwiedergabegeräte oder Autoradios nur in einer solchen Lautstärke abspielen, dass dadurch kein störender Lärm erzeugt wird. Und weiters erlaube ich mir, darauf zu erinnern, dass die Benutzung der Nebelscheinwerfer nur bei schlechten Sichtverhältnissen oder auf engen und unübersichtlichen Straßenstellen erlaubt ist. Die Ampel am oberen Stadtplatz ist wieder in Betrieb. Seit November 1996, als die veraltete Einrichtung ihren Geist aufgab, waren des Öfteren prekäre Situationen zu beobachten. Vor allem ältere Mitbürger hatten immer wieder Probleme, die ungeregelte Kreuzung zu überqueren. Damit ist es nun, so hofft man, ein für alle Mal vorbei. In den vergangenen Wochen wurde an der Errichtung einer neuen Ampelanlage gearbeitet. Sie ist mittlerweile fertiggestellt. Am Abend des 30. April wurde sie durch Vizebürgermeister Walter Mayer und dem Obmann des Verkehrsbeirats Gemeinderat Walter Thaler in Betrieb genommen. Durch die Neuinstallation ergaben sich auch einige Änderungen. Ab nun stehen den Fußgängern 3 ampelgeregelte Übergänge zur Überquerung des oberen Stadtplatzes zur Verfügung. Diese befinden sich vor dem Lathaus, vom Big Ben und dem Modehaus Feucht. Keinen Übergang gibt es mehr vor der BTV. Ausgestattet ist die neue Anlage auch mit Einrichtungen für ein gefahrloses Überschreiten der Fahrbahn für Sehbehinderte. Nicht gerade ansehnlich ist der Verteilerkasten, in dem sich das Herzstück der Technik verbirgt. Leider war aber aus verkehrstechnischen Gründen kein anderer Platz möglich. Von diesem Ort können die Ampeln auch händisch bedient werden.
Dazu ist die Einsicht in alle Kreuzungsbereiche vonnöten. In den nächsten Wochen wird der Verkehrsablauf von der Exekutive genau beobachtet, um eventuelle Veränderungen und Verbesserungen durchzuführen. Die Freiwillige Feuerwehr Unterlangkampfen weiht ihr neues Gerätehaus ein und lädt deshalb zum großen Festwochenende. Vom 12. bis zum 15. August erwartet euch ein breit gefächertes Programm. Vom Partyabend am Samstag über die Segnung am Sonntag und dem Festabend am Montag bis hin zum Tag der offenen Tür am Dienstag. Ein spezielles Highlight ist das Teampreisziehen am Montag mit dem ersten Auto der Feuerwehr Unterlangkampfen. Die Freiwillige Feuerwehr Unterlangkampfen freut sich auf euren Besuch an diesem besonderen Wochenende. Die Sport Austria Finals in Graz sind schon seit längerer Zeit für ihren unerschöpflichen Facettenreichtum bekannt. Auch heuer matchten sich wieder mehr als 6.500 Athleten in 37 Sportarten um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Sportarten, 200 Entscheidungen und mehr als 6.500 Athleten. Die Sport Austria Finals stehen für Spitzensport pur und kompakt. Mein erster Staatsmeistertitel und ich habe eine schwere Verletzung gehabt und daher ist so zurückkommen natürlich umso schöner. Vor dem Rennen war ich ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, sobald ich auf der Rodel hocke, voll auf Fokus und spüren da ist erst im Ziel. Ich habe schon im ersten Geländeabschnitt gemerkt, dass meine Beine recht gut sind und dass viele der Konkurrenten eigentlich da schon zurückgefallen sind, obwohl ich noch gar nicht richtig attackiert habe. Und dann war genau das meine Taktik. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es ruhig wird hinter mir, dass keiner mehr da ist. Und dann habe ich einfach mein Tempo und meinen Rhythmus durchgezogen bis ins Ziel. Wir freuen uns sehr, dass wir hier im Straßgängerbad die Staatsmeisterschaften im Cross-Triathlon, Schwimmen, Mountainbiken, Crosslauf austragen dürfen. Wir haben über 100 Athletinnen und Athleten am Start. An 19 Ausrichtungsorten in und um Graz herum peitschen satte 45.000 Zuschauer die Sportler nach vorne. Was man sich denken kann. Also ich bin Winter-Triathlon-Staatsmeister geworden heuer schon. Das war schon unglaublich. Mit dem habe ich selber auch nicht gerechnet. Und jetzt das noch, das ist die Draufgabe. Natürlich bin ich super happy, dass sich das heuer wieder ausgegangen ist. Der Staatsmeistertitel in Cross-Triathlon. Also hier haben schon sehr, sehr viele große Events stattgefunden in der Vergangenheit. Und eigentlich vor 20 Jahren war ein riesengroßer Bewerb schon hier. Und wir freuen uns, dass wir hier mit der österreichischen Meisterschaft wieder da sein dürfen. Es hat sich auch sehr viel getan. Es sind sehr, sehr viele Obstacles dazugekommen. Der Fahrer hat sehr viele Möglichkeiten. Er muss sich aber auch entscheiden, welches Obstacle er nimmt. Das ist nicht so einfach vorgegeben. Ist sehr cool. Wie gesagt, das zweite Jahr jetzt da. Der Lift ist sehr obstakellastig, was mir zum Glück ziemlich liegt. Dadurch, dass ich den Lift schon recht gut kenne, habe ich das Gleiche gemacht wie die letzten Jahre mit leichten Abänderungen. Das ist mir gut aufgegangen und ja, dementsprechend bin ich recht froh, wie es gerannt ist. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Super zum Anschauen, glaube ich.
Aber hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht, ein paar gute Saves gemacht. Hey, 7-2 gewonnen, das passt. Und jetzt beim zweiten Spiel war es ein bisschen schwerer, vor allem auch ein bisschen wegen dem Wetter. Es hat gehagelt, es hat geregnet. Aber am Ende haben wir das alles gut hinbekommen. Ein Staatsmeistertitel ist immer was Besonderes. Ich glaube, selbst wenn man 40 Staatsmeistertitel hat, wird es trotzdem was Besonderes bleiben. Deswegen immer wieder für mich schön herzukommen und den Titel verteidigen zu können. Also der Verb war generell recht flott, aber ich habe trotzdem mir die Zeit genommen, die ich gebraucht habe, und ich finde, ich habe die Sachen gut umgesetzt vom Training, und ja, ich bin echt zufrieden mit dem, was ich gezeigt habe. Ich freue mich, dass ich den Titel holen konnte. Und nächste Woche haben wir für euch weitere Eindrücke von den Sport Austria Finals. Nächste Woche auf Kufstein TV. Schuki berichtet wieder über Wichtiges und Unwichtiges. Der Europatag erinnert an die Grundsteinlegung der Europäischen Union und soll Jahr für Jahr Frieden und Einheit symbolisieren. Im folgenden Beitrag erinnern wir an die dazugehörigen Festlichkeiten in Kufstein. Und zwar direkt nach der Werbung. Hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Europatag für Frieden und Einheit im ganzen Kontinent wurde auch in der Festungsstadt zelebriert. Mit dabei waren Klassen der internationalen Schule. May we all have a wonderful celebration and an inspiring Europe Day. Greetings from Kufstein. Als nächstes steht die 6b auf dem Programm. Mitternacht, zwischen den Sphären, Hoffnung gewähren, die Schöpfung ehren. Wenn ich denke, dann auf Deutsch. Wenn ich schimpfe, dann auf Ungarisch. Wenn ich Gedichte schreibe, dann auf Deutsch. Wenn ich mit Omi rede, dann auf Ungarisch. Peace around the world, love. Länder, Krieg, Frieden. Kein Krieg mehr. Frieden auf der Welt. Frieden. Freundschaft, sich vertrauen, sich einander aufbauen. Für immer und ewig Glück. What a beautiful color, what a beautiful star. This is the continent I see, Europa. We have here Hungary, Ungarn. Portugal. Then one poster about Europe in general, where we see a tree with all the European nations growing on it. Das sind alles schöne Länder, die man bereisen sollte. Außerdem erfolgte ein Livestream zwischen Kufstein und seiner italienischen Partnerstadt. The cities of Kufstein and Rovereto have been partner cities since 35 years. With the Campana in Rovereto and the Heroes organ in Kufstein, both cities have two beautiful monuments which call out for peace and urge everyone to put an end to war and violence. Kufstein und Rovereto haben auch gemeint, dass sie beide zwei sehr bedeutende Denkmäler haben. Es sind mehr als Denkmäler, denn es sind Denkmäler, die laut sind. Denkmäler, mit denen auch Geräusche entstehen. In unserem Fall Musik, es ist die Heldenorgel. Und im Fall von Rovereto ist es eine Glocke.
die einmal die größte Glocke der Welt gewesen ist. The Heroes Organ at Kufstein Fortress is the largest freestanding organ in the world. It was built to commemorate the death of World War I. The sound created by this organ can be heard throughout the town, the surrounding areas, and today, somehow, also in Rovereto. Liebe Zusehende, das war unsere Ausgabe für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Übrigens, wir haben wieder ein tolles Gewinnspiel für euch vorbereitet. Schaut jetzt vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf der Website www.kufstein.tv. Ich drücke ganz fest die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Euer Albin Winkler. Von der Region für die Region.